an der Küste des Mittelmeeres. Hier ersetzen Palmenzweige den Tannenbaum. Auch an der Atlantikküste ist Weihnachtsstimmung eingezogen. An der Ostfront. Auf einem Feldflughafen unserer Jäger. Ein erfolgreicher Jagdflieger wird vom Bodenpersonal beglückwünscht. Seine Maschine hat einen Treffer in die Tragfläche erhalten. Staffelkapitän Leutnant Lang schoss bei diesem Einsatz 8 Feindflugzeuge ab und errang damit seinen 100. Luftsieg. Leutnant Lang gehört als Leichtathlet und Mittelstreckenläufer zu den bekanntesten deutschen Sportlern. Der Staffelkapitän gratuliert einem seiner Feldwebel zum 50. Abschuss. Im großen Jepperbogen führte ein deutscher Gegenangriff zur Wiedereroberung der Stadt Schitomir. Der Aufmarsch beginnt. Die Benzinkanister werden aufgefüllt. Zwischendurch eine kleine Stärkung, Bienenhonig aus der Wabe. Bei schwierigsten Geländeverhältnissen werden die Aufmarschräume planmäßig besetzt. In den Ausgangsstellungen. Der Feind setzt Schlachtflieger gegen den beginnenden deutschen Angriff ein. Werden von unseren Soldaten abgeschossen. Der deutsche Angriff in voller Entwicklung. Tigerpanzer übernehmen die Angriffsspitze. Geschwärmt greifen unsere Grenadiere an. Links hinten im Bild fliehende Bolschewisten. Ist bis zum Beispiel der Stadt Schitomir vorgetragen. Die Wirkung der deutschen Waffen. Von allen Seiten ist die Stadt eingeschlossen. Nach hartem Ringen rücken unsere Truppen in Schitomir ein. Die Spuren der erbitterten Kämpfe.
Der siegreiche deutsche Soldat nach der Schlacht. Nach halbjähriger Feindfahrt kehrt das U-Boot des Kapitänleutnants Güse aus dem Indischen Ozean in seinen Stützpunkt zurück. Der Kommandant wurde vom Führer mit dem Eichenlaub zum Ritterkreuz ausgezeichnet. Er versenkte 27 Schiffe mit 188.000 Bruttoregistertonnen. Der Kriegsberichter, der diesen Filmbericht von der Feindfahrt im Indischen Ozean mitgebracht hat. Delfine umspielen den Bug des Bootes. Arbeiten an Oberdeck bei bewegter See. Die Einwirkungen des Seewassers machen zumal in tropischen Gewässern eine besondere Pflege der Geschütze notwendig. Ununterbrochen sucht die Brückenwache die Kim ab. Eine Rauchfahne wird ostwärts von Afrika unter der Küste von Madagaskar gesichtet. Der Wachoffizier ruft, Kommandant auf die Brücke! Der Kommandant lässt tauchen. Im Seerohr die Küste von Madagaskar. Das U-Boot schiebt sich zwischen Küste und Feindschiff. Das Horchgerät nimmt die Schraubengeräusche des näher kommenden Dampfers auf. Noch ein sichernder Rundblick. Der Kommandant entschließt sich, den Dampfer durch Artilleriebeschuss zu versenken. Und auf!